Du, weiter geht's mit Let's Play Gothic 1. Mein Name ist Torrent 1000 und wir haben ja im letzten Part gesagt, wir gehen ins Orkgebiet, da wir Xardas besuchen wollen. Und hatten auch ein paar Probleme mit den zwei Gardisten hier und haben sie auch nicht durchsucht. Und ihr seht, das tue ich gerade. Haben wir die Truhe geöffnet? Wahrscheinlich auch nicht. Doch, die haben wir geöffnet. Gut. Dann können wir uns ja jetzt nun endlich vorwagen in das Orkgebiet, ja. Zuerst sollte er mal zum Schwert wechseln. Und wir sehen ja auch schon Orkhunde. Die fügen uns natürlich mit unserer guten neuen schweren Templerrüstung viel weniger Schaden zu. Also gehen wir mal lieber weiter weg von denen. Denn es kommen jetzt zwei auf uns zu. In einem wirklich atemberaubenden Tempo, wie ihr seht. So. Stirb. So. Du auch noch, komm. Okay, passt. So. Orkhundfell und zwei Zähne. Bekommen wir doch die. Und auch den Höchst finde ich exakt dasselbe. So. Dann habe ich auch noch gesehen, dass wir ein Extrakt des Lebens haben, das uns 10 maximal Lebensenergiepunkte dazu gibt. Das werden wir jetzt natürlich trinken. Und auch Extrakt des Geistes, das uns maximales Mana dazu gibt. Gut, dann füllen wir zum Besten unsere Lebensenergie auch gleich wieder mit ein paar Tränken völlig auf. Und kümmern uns mal um die restlichen Orkunde da. Kommt ruhig hergelaufen, Hundis. Die Orks nicht, die Orks nicht, nur die Hundis. Brav. So, also den zuerst, passt. So, dritten. Ah, die anderen kommen auch schon. Na, das ist sehr vorteilhaft. So, da haben wir auch noch genug Zeit, die hier zu durchsuchen und auch das Spiel nochmal abzuspeichern. So. Ach, rennen wir einfach auf sie zu. So. Tot. So, du auch. Passt. 120 Erfahrung kriegen wir doch die. Was gar nicht so wenig ist eigentlich. Wenn man es mit Scavengern oder sonstigen kleinen Vieh vergleicht. So. Dann werde ich das Spiel jetzt nochmal abspeichern. Heute ist der 7.3., wie ihr seht. Und werde mal den Trank der Schnelligkeit trinken. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann schneller sind und es eher an den Orks hier vorbeischaffen, ohne dass sie uns bemerken. So, da sind wieder massenhaft Orkhunde. Da sind nur leider andere Orks, die uns schon bemerkt haben. Dementsprechend müssen wir jetzt hier hinauf. Oder nein, falsch. Einmal hier hinunter noch. Zuerst. Au, das ist schmerzhaft. Egal. Wir haben überlebt. Das ist das Wichtigste. Also, mal hier an den ganzen Tier vorbei. Und ich hoffe, wir. Ja, Beißer schaffen wir locker. So, du auch noch. Oh, scheiße. Die schaffen wir nicht locker. Wobei, dem haben wir jetzt auch ganz schön viel Schaden gemacht. Aber die machen uns auch ganz schön viel Schaden. Scheiße. Schnell weg. Immerhin ist ein Ork schon tot. Immerhin, immerhin. Bilde ich mir das ein oder ist die Kampfmusik jetzt weg? Gut, ich will mein Glück nicht herausfordern, sondern. Nein, da ist immer noch einer. Scheiße. Stirb. Renn, namenloser Held. Renn.
Gut, denn einen Beißer schaffen wir noch. So, komm. So, und das müsste jetzt auch noch ein Ork sein. Passt. Ha! Geschafft. Weiß ich hatte nix. Heißt, wir speichern das natürlich ab. Und wir werden dann auch gleich, wenn wir weitergehen, einen der Golems sehen. Dementsprechend würde ich empfehlen, dass wir auch gleich unsere Spruchrollen ausrüsten, die wir gekauft haben. Aber die sind natürlich nicht bei Schriften, sondern bei Magie. Und der erste ist meines Wissens ein Eisgolem. Dementsprechend werden wir da gleich mit unserem Feuerball am besten beraten. Auf der Nummer 8 liegt der. Gut, das sollten wir jetzt merken. Und natürlich brauchen wir jetzt wieder Mana dazu. So, Nummer 8 haben wir gesagt. Also rüsten wir es gleich mal aus. Aber hier haben wir zuerst noch einen Trank. Den wollen wir natürlich nicht liegen lassen. Und eine alte Streitaxt. Weg damit. und ja, da sehen wir noch... Nein, der Steingolem ist der erste. Oh, 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 oh. Na, dann müssen wir uns anders ausrüsten. Wir haben gelesen, eine stumpfe Waffe. Gut, was verstehen unter stumpfe Waffe? Ja, den Steinbrecher hoffe ich doch. Wenn nicht... Gut, in Oblivion zählen sich ja sogar Äxte als stumpfe Waffe, also... Naja, werden wir ja sehen. Macht das viel Schaden? Ja, gut, so passt, ja. Und wir haben unseren ersten Golem auch schon erledigt. So, jetzt habe ich natürlich nicht nachgeschaut, was der bei sich hat. Das werde ich euch jetzt aber gleich sagen. Sofern ich es finde... Nein, ich finde es natürlich nicht. Jedenfalls, er hat, die anderen beiden haben das dann auch bei sich, nur halt ihrer Elementarmagie entsprechend. Das heißt, jetzt wechseln wir natürlich wieder zu unserer besseren Waffe. Was war denn das für eine? Der Todbringer höchstwahrscheinlich, schätze ich mal. Yep. S-Rainer, dafür haben wir nicht. Abspeichern. So, da werden wir gleich mal um die Ecke spähen, welcher der nächste ist. Das ist jetzt Eis. Gut. Da können wir jetzt die Nummer 8 benutzen. Und einmal kräftig den lieben Eisgolem schmelzen lassen. Und, ha, sogar Stufe gestiegen dabei. Das heißt, der dritte Golem muss wohl oder übel der Feuergolem sein. Was in etwa heißt, wir rüsten jetzt einmal Kugelblitz aus, würde ich sagen. Und auch hier die Nummer 4. Ich hoffe, mit 10 ist 0 gemeint. Gut. Und Kugelblitz werden wir aber zuerst verwenden. Speichern tun wir natürlich wieder. Ihr kennt mich, ich speichere übermäßig oft, oft. Ich speichere übermäßig oft, oft. Hm? Hört sich doch gut an. Gut, wie gesagt, wir gehen jetzt gleich zum letzten Golem hier, der Xardas bewacht. Nehme ich hier zum Feuergolem, wie gesagt. Aber der mag uns nicht. So, schnell weg. So. Ha, und auch der wäre erledigt. Und wir haben es wirklich gegen alle drei. Wir haben wirklich gegen alle drei der Golems gewonnen. So, und jetzt beim Eisgolem werden wir natürlich schauen, was das ist. Stück eines Eisgolems. Und Herz eines Eisgolems. Gut. Dann folgen wir jetzt natürlich dem Weg weiter, denn da hinten muss irgendwas Besonderes sein. Ich habe es schon verraten. Xardas ist da hinten. Und diese drei Golems waren sozusagen, kann man sagen, seine Wächter. Also betreten wir mal Xardas Turm und schauen, was uns dort so erwartet. Aha, wer ist das? Es spricht uns jedenfalls an. Wer spricht hier? Du sprichst zu mir.
Wie kommst du in meinen Kopf? Du bist was? Der Diener deines Herrn? Du erscheinst mir eher wie eine Kreatur der Hölle. Ich soll schweigen. Heißt dein Herr und Meister zufällig Xardas? Aha, Namen sind also unwichtig. Okay, ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier der Turm von Xardas ist. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Ich? Unwürdig? Was für ein Test. Ah, ich verstehe. Wer dein Meister sprechen will, muss sich würdig erweisen. Moment, wie war das? Der Beweis? Sieg über was? Sieg über die Elemente. Stein. Eis? Feuer. Ich habe hier das Herz eines Steingolems. Was? Aha. Ein würdiger Beweis. Fehlen? Zwei fehlen. Ja, zwei fehlen noch. Nämlich das Herz eines Eisgolems und das Herz des Feuergolems, die wir aber zum Glück auch schon haben. Ist dieses Herz eines Eisgolems ein Beweis? Die Dualität. Der zweite Beweis. Einer bleibt noch? Was ist mit diesem Herz eines Feuergolems? Vollkommenheit? Ich bin würdig. Wenn das so ist, dann wünsche ich jetzt, deinen Meister zu sprechen. Gegenbeweis. Was für einen Gegenbeweis? Eine Rune. Eine Rune für mich. Nun, dann nehme ich die Rune der Teleportation als Zeichen der Würde an mich. Okay, was hat das noch zu sagen? Wer, ich? Ich gehe ja schon. Okay. Wir sind ein Sterblicher laut ihm, was eigentlich auch stimmt. Aber gut, er ist scheinbar nur eine beschworene Kreatur hier. Jedenfalls die der Xardas, wie wir gehört haben. Und wir haben auch von diesem Wesen eine Teleportrune bekommen, nämlich diese hier, Teleport zum Dämonenbeschwörer. Aber die werden wir erst im nächsten Part von Let's Play Gothic 1 benutzen, denn der Part ist schon zu Ende. Mein Name ist Turn 10.000, bis zum nächsten Mal. Ciao.